Auf jeden Fall sag ich moin moin, Heidi Ho da nochmal, herzlich willkommen zu Airborne Empire. Und ja, es ist eine Presseversion. Ich krieg kein Geld oder irgendwas dergleichen, aber ich habe eine Presseversion bekommen, also dementsprechend, wir legen mal los. Warte, siehst du mal, eine Sache können wir vielleicht nochmal vorab schauen. Und zwar, ob wir das Ganze Remake The Flying Cities of Old. Recruit new followers, Sky Pirates. Ist schön, dass wir uns das so ein bisschen hier hervorheben schon mal. Das ist schon mal ganz anständig. Mal gucken, ob wir den Text vielleicht noch auf Deutsch bekommen. Build ourselves a hangar, okay. Build housing. Relativ klassisch erstmal. Was nicht so klassisch ist, ist halt, was wir gleich damit anfangen werden. Let's win at Heaven Mill, denn wir fliegen. Ich guck trotzdem mal eben mal kurz rein. General? Nee, ich glaube, da geht nicht allzu viel. Dann lass uns so. So. Erstmal gucken. Ja, wir können uns bewegen. Erstmal so ein bisschen zurechtfinden. So, hier haben wir Essen, hier haben wir Trinken. Licht. Hey? Leben. Hier sind unsere Bewohner und was die zu tun haben. Status. Lift. Ja, okay, wir dürfen halt auch nicht, ne? Wir dürfen halt nicht zu weit absinken. Das ist es halt auch. Speed. Wir sind momentan bei 72%. Kohle. Holz. Eisen. Stoff. Glas. Was haben wir noch? Storage. Okay. Die Relics gibt es auch noch und Coins gibt es auch noch. Okay, dann haben wir das oben erstmal so halbwegs durch. Map und Quests haben wir hier. Hier können wir bauen. Ein Hangar zum Beispiel. So, wir gucken mal rein. Also wir sollen dahin fahren. Fliegen, meine ich natürlich, nach Heavenmill. Zur nächstgelegenen Stadt. Und das ist Heavenmill. Da sollen wir mit dem Anführer reden, dem Magistrat Agartha. Vielleicht hat sie irgendwelche Informationen. Wegen den Piraten, die hier durch die Gegend stromern. Naja, okay, ist okay. Mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Ah ja. Ich kann es wirklich steuern. Also ganz regulär, regulär, regulär. Aber, ich stand ja auch schon mit dabei, ne? Wir brauchen irgendwas wegen Häuser und sowas. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Baustuff. Used by working to gather resources and interact with people. Das werden wir definitiv brauchen. Ist ja crazy. Okay, wir müssen erstmal Wege bauen. Liegen wir noch halbwegs richtig? Ja, machen wir. Jetzt bauen wir hier so peu à peu die Wege dran. Ich frage mich, warum ich Tiering drin habe. Hat da irgendwas nicht übernommen? Fausing ist drin. Das sollte eigentlich nicht sein, aber naja. So, und jetzt werden wir uns mal den Hangar hier dran gönnen. Sehr einseitig gebaut alles. Aber ja, man muss ja irgendwie loslegen. Ach, gut, dass er darauf reagiert. Müsste auch fahren sein, wenn ich nur zwei bestimmte Achsen bestimme. Aber wenn du schwimmst, dann hast du ja auch nur zwei Achsen. Dann schwimmst du ja trotzdem. Also ein Boot, ne? Ein Boot fährt auch irgendwie. Naja, gut. Irgendwie so. Je nachdem, wie sehr wir uns überladen, kann es auch noch sein, dass da noch eine weitere Achse mit dazu kommt. Ich will noch nichts versprechen, aber wir schön. Wir werden es versuchen. Zu früh oder später. So, jetzt sind wir fast dran. Hier irgendwie. Guck mal, hier gibt es schon mal Stein. Ist das Heavensmill? Settlement too far? Irgendwie hier vorne müsste es sein.
Mal, ob wir vielleicht schon irgendwie ein bisschen mehr bauen können. Basic. Lift. Housing Block? Ja, wir brauchen Holz. Tatsächlich. Da ist die Stadt. Okay. Recruiting more people. You always look for more people to join you, blablabla. Potential migrants can be found in Tavernen, in Cities. Okay, deswegen müssen wir zur City wahrscheinlich nach vorne. Wir brauchen aber Häuser. Und wahrscheinlich noch ein bisschen Geld. Das bisschen Geld habe ich. Ich habe aber ansonsten kaum noch irgendwie Holz oder so. Also insofern könnte es schon eher schwieriger werden. Wir gehen einfach mal zu der Stadt. Und gucken, was passiert. Schlussendlich ist das ja auch unsere Quest. Okay, ich kann nicht weiter reinzoomen, also nur, es geht tatsächlich nur bis hier. Ja, ne? Ich würde sagen, wir sind angekommen. Müssen wir noch mit irgendeinem hier quasseln? Ah! Okay, ich soll zum Tower gehen. Vorhin hatten sie gesagt, bei der Taverne kriege ich vielleicht neue Leute. Das ist die größte Stadt in Eiri. Außerhalb der Hauptstadt Nitalos. Und hauptsächlich Farm, wird hier gefarmt und so was. Okay. Wahrscheinlich Diablo oder so. Nee, wir sind keine Piraten. Das ist ja komisch. Don't worry. Das ist ein bisschen crazy. Wir haben anscheinend, es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal so eine schicke fliegende Stadt gesehen haben wie meine. Aber es gibt alte Geschichten über fliegende Städtchen. Okay, okay. Überall auf der Welt wird darüber erzählt. Okay, okay. Wer ist denn er hier? Merchant Pile, ah. Also sie haben anscheinend grundsätzlich hier ein bisschen Problemchen mit Piraten, so wie das aussieht. Tü -tü. Wir sollen ihnen helfen. Wir sollen eine Akademie bauen. Die sollen deren Akademie neu bauen und nochmal deren Markt. Sie brauchen die Ressourcen dazu. Okay. Vor allen Dingen Holz und Eisen. Tja, ich sag mal so, das habe ich jetzt nicht. I will return, sage ich. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal den Stuff irgendwie loswerden. Ich sag, leave. Sehr witzig, dass du hier quasi die Quests abholst dann. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Farmen aber auch funktioniert. Das heißt, ich drehe mal und dann gucken wir mal. Eine sehr stattliche Mühle am Saal, ja. Sie alle zu knechten oder irgendwie so. Das ist Kohle. Hier gibt's Ore. Und das ist auch Ore. Na gut. Nein.
Schon okay, ist schon okay. Assign Workers. Okay, jetzt können wir hier quasi Arbeiter zuweisen. Ups, 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 ups. Das ist ja witzig. So, 7 können wir maximal. Die Frage ist jetzt... hier gibt es auch Essen, ne? Also, vielleicht sollte ich hier auch 1, 2. Okay, wir haben nicht mehr genug Aircrafts. Jetzt sind sie hier dabei und, sammeln das so ein bisschen. Weg, so wie das aussieht. Es ging schnell. Ich brauche anscheinend nicht mal direkt drüber fliegen. Nee. Reicht, wenn ich so halbwegs in der Nähe bin. Alk? Alk. Was? Mein Sprit? Sind oben leisten die Arbeiter? Ja, hier. Aber anscheinend bedeutet Arbeiter nicht unbedingt gleich... Genau, Gliders brauchen wir noch. Also wir brauchen diese kleinen Heißluftballone, die hier irgendwie noch dann zum Looten mitgenutzt werden, zum Transporten. Davon haben wir aktuell 7. Ja, Holz kommt hinzu. Kann irgendwie nicht so ganz mein... Ah, doch hier. So. Das kostet aber. Wir müssen auf jeden Fall Housing-Blöcke noch bauen. Und irgendwie bin ich ja versucht, das Ganze doch relativ stark um die Mitte so halbwegs symmetrisch zu bauen. Ich glaube, das dürfte für die Gesamt... Flieger. Boy, Ding. Witzig. Also ich brauche auf jeden Fall auch Häuser. Und 15 kostet es mich. Also wir brauchen Holz. Und zwar Grande. Ist nur ein kleines Dörfchen? Ich werde mal hier so 1, 2 abziehen. Und da noch ein paar losschicken. Ich würde so gerne weiter ranzoomen, was diese Luftballons machen. Weil es sind tatsächlich Flugzeuge, die looten, die aus dem Hangar rausfliegen. Mein Notfalls kann ich vielleicht noch einbauen. Kostet mich aber auch 10 Eisen und das habe ich aktuell nicht. Auch so nur Marker, ja, irgendwie so, ne? Die Flieger sind es aktuell. So, bauen wir mal ein kleines Häuschen. Wie passen da? Ich habe 5, die haben... Okay, 5 passen hier rein, okay. Das heißt, wir haben schon mal das Problem gelöst. Aber wir werden wahrscheinlich noch ein Häuschen mehr brauchen, damit wir noch neue dazu bekommen. Das stand ja irgendwie gerade mit dabei. Insofern brauchen wir noch mehr Holz. Aber so erstmal, ne, so auf Anhieb, macht es schon mal einen ganz witzigen Eindruck. Wir müssen ja Leute in den Tavernen. Also wir müssen wahrscheinlich auch erstmal den gleich den Stuff mit dazu holen. So, Kohle haben wir irgendwie bekommen. Iron haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Naja, ne. Ich müsste mir dann mal so ein bisschen irgendwie damit ran. Ich baue auf jeden Fall noch ein zweites Häuschen. Geht schnell. Checken wir dann mal 3 los und schauen wir mal, was passiert. Ob das so funktioniert oder ob wir irgendwas Spezielles direkt mitnehmen müssen, weil eigentlich sagt er hier uns ja hier nur... Ja, aber das ist es. Iron.
Hier sagt er sogar, there's iron ore deposit. Es ist also Eisenerz. Iron forges convert. Okay. Wir kriegen noch irgendwie was anderes mit rein. Wir müssen es tatsächlich sogar noch irgendwie schmelzen oder so, so wie es aussieht. Ich kann aber nicht allzu viel. Ah, guck mal, hier gibt's noch mal. Hier gibt's noch mal einen Propeller, der uns nach oben treibt. 44 von 60. Wir sind bei. Okay, das heißt, wenn wir über die 60 kommen oder an die 60 rankommen, müssen wir auf jeden Fall noch so einen weiteren Fan bauen. Nochmal einen Lüfter. Jetzt nochmal auf das dritte Symbol in der Leiste von rechts schauen. Meinst du das hier? Meinst du die Leiste? Wir brauchen also irgendwie auch Licht, wenn ich mich zur Sonne drehe. Ach, das dritte von rechts. Resource Storage, meinst du? Mhm. Schau mal, da kommt was rein. Ja, wir müssen es tatsächlich noch irgendwie ändern. Also wir müssen es noch irgendwie umschweißeln oder so. Ist auch witzig, dass wir die Ressourcen rausschmeißen können. Wahrscheinlich werden wir also als nächstes irgendwann erstmal noch eine Akademie brauchen. Und die kostet uns eine ganze Menge. Die kostet uns sage und schreibe 30 Holz. Ich bin gerade mal bei 18. Das heißt, wir fliegen mal ein bisschen näher zum Wald ran. Schicken wir nochmal den ganzen Rest mit rein. Was bist du denn? Okay, es geht schon weg. Alles gut, alles gut. Bring mir Holz. Aber wir haben ja auch den hier. Oh, Tag-Nacht-Wechsel. Hallo. Ja, wir brauchen 4 weitere Leute. Das ist schon eher problematisch. Das ist tatsächlich schon eher problematisch. Ich meine, wir könnten, wenn wir jetzt hier so ein paar von wegnehmen, vielleicht geht das ja. Ja, das funktioniert. Oh, shit. Wie möchte ich die am liebsten hier irgendwie ransetzen? Und irgendwie habe ich ein sehr großes Bedürfnis. Ironforge, na bitte! In 2 Stunden haben wir sie erforscht. Na bitte, das hat uns noch gefehlt. Irgendwie habe ich das dringende Bedürfnis, einen Lift zu bauen. Kostet mich aber auch Eisen. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Hubkraft, die wir hier momentan haben. Frage ist, wie bekommen wir Wasser? Hier geht nicht allzu viel. Ah, guck mal, hier können wir tauschen. Wir können Leute anwerben. Require Housing? Ja. Nehmen wir eigentlich mit, alle mit. Guck mal, jetzt haben wir schon mal 3 mehr. Das ist doch schon mal geil, oder? Wahrscheinlich braucht ihr das Geld. Braucht ihr das Geld später noch für irgendwelche anderen Sachen? Wer weiß, aber. Komm, ne? Wir haben zumindest ein paar Leutskis mehr. So, Licht. Jetzt sagt der Meckerte außen tatsächlich komplett. Aber ich muss ja dann irgendwas bauen können für Licht. Also irgendwie,
irgendwas so in dem Bereich wäre vielleicht ja gar nicht so schlecht. Oder? So ein, zwei Lampen, bald kippt die Stadt. Nein, 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 das ist absolut in Ordnung so. Dann holen wir uns doch mal die Iron Forge. Perfekt, glaube ich. Haben wir noch irgendwelche Ressourcen, die wir so lange abgrasen können? Könntest du mal so ein bisschen in die Richtung begeben. Hier oben gibt es auf jeden Fall noch was. So, dann schauen wir mal gleich, ob wir noch mehr erforschen können. Town Center. Eieieiei. Hangar, Housing Block. Achso, wir sollen ein Warehouse. Er sagt schon, was sollen wir auch machen. Na gut, dann erforschen wir erstmal das Lagerhaus. So. Iron Forge, drei Arbeiter sind drin. Jetzt müsste ja irgendwie mal so ein bisschen was passieren. Aber ist jetzt eigentlich ganz cool. Oder? Ist auch irgendwie witzig, dass wir jetzt so gefühlt einfach mal deren Ressourcen den hier irgendwie abfarmen. Essen bräuchten wir auf Dauer noch. Gibt's, ich meine, ein bisschen was holen wir ja dazu. Sind wir bei 55 von 60. Wir sinken also so langsam, aber sicher auch schon zu Boden, so gefühlt. Naja, wir müssen immer noch hier bei Heaven Mill was machen. Wenn wir nochmal reinschauen, vielleicht finden wir hier direkt ja schon irgendwie Basic. Also zumindest müsste das Town Center uns ja nochmal Licht mit ranbringen, oder? Die Frage ist, ob man einfach so bauen muss, dass das Licht insgesamt besser verteilt wird? Nee, glaube ich nicht. Aber beim Hangar kann man noch mehr Flieger reinballern, das ist auch schon mal ganz gut. Und die können schneller looten, das klingt doch auch schon mal ganz gut. Tja. Ich meine, wir bekommen jetzt immerhin auch Iron rein, ne? Also insofern. Schätz mal, jetzt werden wir gleich ordentlich zu Boden sinken. Wir brauchen wirklich erstmal den Lift. Ich kann nicht überladen, sagen wir mal so. Okay, also wir brauchen einen Lift. Dazu brauche ich erstmal 5 Eisen. Was ist denn das für ein Status neben deiner Liftanzeige? 0,0 von 43%. Wahrscheinlich das hier meinst du, ne? Speed. Jetzt 0,0 von 39%. Because of the drag on our buildings, we can only move at 39% of our fastest possible speed. Das ist ja witzig. Okay. Ein Town Center gibt uns 40% Propulsion. Was ist denn Propulsion? So, ich hole mir jetzt erstmal einen Fan dazu. Hier habe ich das dringende Bedürfnis, den relativ weit außen zu bauen. Thank you.
Antrieb ist Propulsion. Ah, danke. Ja. Naja, damit kriegen wir es dann. Das heißt, wir werden je größer, wir werden auf Dauer mal langsamer. Es sei denn, wir bauen halt Town Center oder wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen was anderes. Schauen, ob hier durch auch durch die Lift das steigt. Müsste ja wahrscheinlich dabei stehen. Generates to keep... ja, genau. Slot, average cost, average fuel, one worker, average, average, average. Okay, ich habe verstanden. So, jetzt haben wir aber 72. Jetzt können wir uns zumindest schon mal das Storage leisten, wenn wir genug Holz hätten. Und das haben wir nicht. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Essen. Also auch da sieht es nicht so extrem rosig aus aktuell. Es ist so schön, dass es sich mittlerweile eigentlich wirklich fast standardisiert hat, dass du in Strategiespielen einfach mal auch laufenden Verbrauch an Nahrung hast. Dass die auch wirklich quasi Bedürfnisse haben, die du auch decken musst. Dieses, was eigentlich eher so aus dem Survival-Bereich des Strategiespiels kommt, ja, diese Faktoren, das ist so angenehm. Es macht das wirklich besser. Habe ich denn die meisten von uns hier hingeschickt, sag mal? Oh, all workers are busy. Oh, das ist ja... Wir brauchen mehr Leute. Warte mal, dann können wir mal vielleicht in die Taverne mal eben schauen. Ja, 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 ja. Zumindest zwei haben wir schon mal dazu bekommen. Was auch bedeutet so viel wie... Jo, 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 hau rein. Was auch so viel bedeutet wie, wir brauchen eigentlich noch weitere Häuserchen. Ja, ganz geil, wenn wir hier so ein bisschen wieder auf normal kämen. Danke. Zack. Jetzt müssten wir wieder ein, zwei mehr haben. Genau. Dann können wir ein bisschen mehr Holz abbauen. Tja. Hoffen mal, es gibt nur irgendwie noch mehr Nahrungsquellen. Das wäre zumindest ganz angenehm. Was wollten die nochmal von uns haben? 25 Holz brauchen sie. Und die wollen zwei Arbeiter von uns dafür haben. Frage ist halt, was bekomme ich dafür, ne? Das wäre ja durchaus interessant. Aber unser Storage House habe ich bis jetzt auch noch nicht gebaut. Also insofern sollten wir trotz alledem erstmal vielleicht damit loslegen. Was sagt denn der blaue Kreis überhaupt? Ist der blaue Kreis? Meinst du bei der Schrift gerade? Bei den Sätzen und so, die du gesehen hast? Ich glaube, das markiert einfach nur das, was wir als nächstes machen sollen. Ein bisschen, oder worauf möchtest du hinaus? Hunger Housing Blocks. Jetzt müssen wir eben mal schauen. Iron Forge, genau. Guck mal, wir können die Effizienz steigern. Ich kann aber auch die Effizienz zum Beispiel vom Lift steigern. Combat, gib mir das auch. ...25% weniger Essen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das werde ich mal erforschen. 8 Stunden dauert es nur. So, wo sind wir jetzt bei 30 mittlerweile angekommen? So, dann bauen wir doch mal das Warehouse. Was kann ich denn bitte machen, um mehr Licht irgendwie hier in die Bude reinzukriegen? Wenn du baust, ist ein kleiner Kreis in mein Stadtset. Ach so, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich glaube, das ist tatsächlich das Licht. Hat er jetzt überhaupt noch gebaut? Brauche ich dafür freie Arbeiter? Es sieht fast so aus, ne?
Wasser. Wo komme ich denn Wasser? Also es gibt hier... Ah, okay. Nee, okay. Es gibt Salz und Süßwasser. Verstehe. Salz... Aber müssen wir trotzdem mal kurz mal gucken. Weil jetzt der freie Arbeiter jetzt hier anfängt zu bauen. War's? Ja, ich will zurück. Komm zurück, früher oder später. Ich muss mich erstmal um andere Sachen kümmern. Meine Leute verdursten gerade. Ah ja, genau, schaut mal. Jetzt wird auch wirklich wieder gebaut, das ist schon mal, ganz angenehm. Wenn es das Licht, hast du die Frage ja schon selbst beantwortet, mehr Stadtzentrum bauen. Ja, meine ich ja schon vorhin, aber ja, kostet ja auch ein bisschen was, ne? Also. Durch ein bisschen mehr Holz zu holen, ist auch nicht so verkehrt. Wir werden ja auch bald schon wieder ein paar Leute los, die ja dann unten erstmal bauen. Naja, schau doch mal, guck mal. Wasser haben wir erstmal. Ancient Ruin. Hallo. Eine Geldquelle. Ziehen wir doch schon mal ein bisschen was ab. Obwohl, warte mal, vielleicht kriegen wir es jetzt ja hin. 25 brauchen wir. Und halt, wie gesagt, 2 Arbeiter. So, Workers sent. So, jetzt nehmen wir mal... Wie viel haben wir jetzt? Über 4 Idle? Jetzt müssten wir es eigentlich nehmen können. Genau, okay. Wir schicken den Leuten. Die Leute. We will begin work right away. Okay, ja, perfekt. Finde ich gut. Okay, die sind hier, unsere Arbeiter sind jetzt erstmal weg. Ja. Weiter über. So, holen wir uns sogar noch einen neuen mit dazu. Jetzt sind wir auch endgültig pleite. Es sei denn... Diese Ruinen bringen uns hier so ein bisschen was mit dazu. Gibt's nochmal was zu essen? Hier gibt's nochmal Baumwolle. Das sieht doch erstmal nicht so verkehrt aus. Und solange können wir ja noch ein bisschen researchen. ¡269! Alter! Ruin explored. Okay, mehr geht nicht. Aber 200, das ist doch schon nicht verkehrt. Dann sammeln wir mal alle ein, die wir hier haben. Das ist cool. Macht Spaß. The damage to Heaven Mill has been repaired. Ja, haben wir es. Speak to the Magistrat Agatha and Heaven Mill. Okay, wir reden. Die sind fertig mit Bauen. Das heißt, ich kriege auch meine Arbeiter jetzt wieder, oder was? Wir kriegen eine Blaupause als Geschenk. Cool. Wir brauchen aber Glas und... Damit können wir Straßenlaternen endlich bauen. Ja, danke. Defense Tower, jetzt wird's spannend. Wir müssen mit Mana reden bei Castra Regnum. Okay, machen wir. Das geht jetzt so ein bisschen Richtung Defense. Da haben wir nämlich bis jetzt noch gar nichts. So, jetzt gucken wir mal.
die Straßenlaterne. Jetzt erforschen wir natürlich trotzdem erstmal das hier oben zu Ende. Aber wir kriegen gleich Straßenlaternen rein. Ja. Aber ich würde sagen, eigentlich ganz cool. Da oben ist Castra Regnum. Hm. Ja, wir haben hier bei Erforschung Pirates incoming. Straßenlaternen erforsche ich schon mal so ganz nebenbei. Okay, ich glaube, wir werden angegriffen. Da ist er. Und jetzt haut er einfach wieder rein, oder was? Okay, ich meine glücklich, weil ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Aber ja, okay, das heißt, wir werden trotzdem auf Dauer was brauchen, um uns zu verteidigen. Das heißt, wir sollten die Quest mal machen. Ich schätze mal, das war so dieser berühmte Schuss vom Bug. Wasser brauchen wir auch noch. Also, ich finde es echt ganz cool bis jetzt. Mir gefällt's. So, ein Haus bauen wir mal noch und wir werden noch mehr erforschen. Da passen mehr Leute rein ins Haus, das könnten wir noch machen. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen die Iron Forge pushen, weil das mir irgendwie ein bisschen zu lange dauert. Fisch. Oh, ja, sehr geil, sehr geil. Her damit. Wir brauchen schon bald wieder auch einen neuen Lift. Mal, den haben wir links gebaut, dann werden wir den mal rechts bauen. Und wir können jetzt ja die Lampen bauen. Cool. Das hat was, ja. Ich finde es auch tatsächlich ganz geil. Das ist cool. Das ist echt cool. Mal gucken, wie der Kampf noch so ist. Der wäre natürlich auf Dauer auch nochmal interessant zu wissen, ne? Aber ja. Wir brauchen da einen mehr, der hier arbeitet. So, jetzt haben wir zwei Lifte. Frage ist, was kostet uns das hier? Gucken wir mal eben. Weil wir haben noch so ein, zwei Flächen, die sind noch nicht ganz ausgeleuchtet. Danke dir, Taktikfuchs, für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Moin, moin. Mahlzeit. Mahlzeit auch zurück. Danke sehr, danke sehr. Wir spielen gerade eine Demo zu einem neuen kleinen Spielchen. Airborne Empire. So, was haben wir denn hier? Such as injuries, fires, bla bla bla. Can be placed, used instead of path. Okay. Ja, nee, müsste passen. Dann setze ich mir trotzdem mal hier nochmal einen mit ran. Mal, warum nicht, ne? Wenn sie quasi ja nicht so richtig was kosten, dann müsste das ja irgendwie passen. Food Storage almost full. Ich glaube, wir brauchen... Ich glaube, ich habe das Warehouse nie gebaut, ne? Kann das sein? Habe ich das überhaupt noch gebaut? Bin mir gar nicht sicher. Ist gebaut? Warehouse. Doch, ich habe es gebaut. Yay. Yeah. Okay, das heißt allerdings, wir brauchen trotzdem noch eins von den Teilen. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen Holz. Irgendwo hier ist die City. Ah, ich sehe sie schon.
Das ist witzig, dass du quasi auch wirklich so diesen, was du normalerweise bei anderen Strategiespielchen hast, wenn du mit deinem Held durch die Gegend rennst und dann noch wie bei Warcraft oder so halt Quests noch nebenbei erledigst, neben dem Bauen, haben sie halt quasi hier so über auf den Kopf gestellt, weil du hier mit deiner ganzen Stadt durch die Gegend fährst und die Quests erledigst. Das, irgendwie ist das schon ganz witzig. Ich würde sagen, wir erweitern einfach mal unser Lagerhäuschen. Wie viel Nahrung brauche ich denn? 0,71 pro Arbeiter. Pro Stunde anscheinend. Aber das ist bis jetzt auch nur ein gelbes Ausrufezeichen. Sollte also gehen. Gut, was hast du gespielt, Taktikfuchs? Wir haben noch ein bisschen Geld, ne? Vielleicht wäre es ganz cool, vielleicht gucken wir mal. Sehe ich da eine Ancient Ruin? Ja, ich sehe eine. Ich brauche nämlich Geld für mehr Leute. Nee. Erstmal zur Taverne. Ich brauche erstmal neue Leute. Auf was geht. So, jetzt können wir zum Tower. Ja, wäre schon schön, wenn sie das auf Dauer noch vertonen würden. Ah, hier ist also ein bisschen so militärmäßig. Ich verstehe ich schon. Augen geradeaus. Agatha hat uns gesendet, schickt uns. Ja. Okay, wir kriegen eine Blaupause für einen Abwehrturm, aber den müssen wir tatsächlich sogar wegliefern. Sag danke. Jetzt, okay, ich dachte schon, wir kommen einfach so weit weg, aber jetzt wollen sie natürlich trotzdem noch. Tell her, I told you so. Okay. Geht. You can now research Defense Tower. Sehr geil. Also ihr mussten tatsächlich nichts dafür machen, außer ihr sage, er hätte es ihr bereits so gesagt. Ja. Sie wird eines Tages ihre Abwehrtürme brauchen. Baldur's Gate 3. Mmh. Wahrscheinlich mit dem größten Souls-like aller Zeiten. Das Spiel, eines der größten Spiele, die ich nie gespielt habe, beziehungsweise dieser, die nicht für mich sind. Ich glaube, da hat es Spaß dran. Was können wir denn noch machen? Wir gucken mal bei deren Akademie. Ah, schaut mal. Water Tower, Cold Storage, Amp Weaver Clinic, Hut Silo. Also hier können wir uns in den Städten auch noch Blaupausen kaufen. Das können wir beim Markt machen. Hier können wir tatsächlich Sachen kaufen. Oder auch verkaufen. Aha. Glas brauchten wir für die Lampen. Noch habe ich ein bisschen was, aber ich produziere nichts. Das heißt, ich würde sogar mal ein bisschen was kaufen. Er hat eine Mission für uns. Nice. Ich mache erstmal aber die andere fertig. Wir müssen den Ranger Miri finden. Und schauen, ob es ihr gut geht. Aber da gibt es auf jeden Fall Piraten. Also müssen wir schauen. Wir sollten erstmal die Türme bauen. Wir sollten auch erstmal vielleicht zurückschippern. Und die Quest abgeben. Kriegt ihr jetzt automatisch? Sieht irgendwie nicht so aus. Sehe ich den Marker? Ah ja, doch sehe ich da. Okay. Hier oben so ganz komisch klein mit dabei, aber ja, wir haben ihn. Nein, die Richtung war schon richtig.
passiert in unserer Stadt? Wir waren gerade in irgendeinem Strudel gefangen oder so. So, wir brauchen noch ein Häuschen. Nein, ich mag gleich zwei bauen. Kein Holz, ja. Das ist doof. Sehr doof. Ich glaube, zumindest eine werden wir brauchen. Zack. Essen wird schon wieder knapp. Fünf sind idle. Schaut mal. Alle sieben Gleiter sind raus. Das heißt, entweder müssten wir mal schauen, dass wir das erweitern oder noch einen weiteren Hangar bauen sogar. Krass. Ich schätze mal, auf Dauer werden wir so oder so einen neuen Hangar bauen. Das heißt, wir könnten eigentlich direkt auf den nächsten gehen. Vor allem, weil wir als nächstes ja auch erstmal den Watchtower dann erforschen werden. Und wir brauchen auf jeden Fall irgendwann auch schon wieder den nächsten Lift. Da, Hangar. Bleib erstmal bei dabei und werd hier versuchen, weiterhin hauptsächlich auch mal direkt schon die Wege drumherum zu bauen. So. Moin, Mionava. Moin, 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 moin. Warehouse, genau. Aber jetzt Combat Defense Tower. Flaktürme. Jetzt ist keiner mehr idle. Jetzt haben wir genug Leute. Wahrscheinlich werden wir aber in die Flaktürme gleich auch wieder welche reinsetzen dürfen. Wir hätten mal ein bisschen Kohle farmen, wenn wir es hier schon mal haben. Ups, ups, wie der Wald einfach despawnt da unten. Jetzt könnten wir sogar schon wieder die nächsten Leute gebrauchen. Und ja, ich brauche als nächstes definitiv schon wieder einen Lift. Das heißt aber auch, ich werde mal den Hangar erforschen. So, dann passt da bald schon mal einer mehr rein. Nochmal gleich zwei weitere Lifts. Ist ja nicht so, als wenn die auch jeweils zwei Leute bräuchten, die da drin arbeiten. Also du musst dir auf jeden Fall ordentlich, sehr, sehr, sehr ordentlich managen, wie du deine Leute einsetzt. Sei denn halt hinten raus ist es so, dass wir da ein bisschen mehr was bekommen. Aber jetzt so aktuell kriegst du wirklich relativ wenig Leute ran. So. Ja, jetzt brauchen wir aber auch mehr Kohle langsam. Jetzt kommen wir irgendwie auch mal schon mal wieder so ein Stückchen zurück. Hier ist noch mehr Kohle. Ich brauche mehr Leute. Aber auch nicht mehr allzu viel Geld. Also,
Vielleicht müssen wir auch schauen, dass wir ein bisschen mal was von unserem Stuff verkaufen. Bin ich zu wenig Gleiter? Nee. Momentan, ich kann 14 Gleiter insgesamt rausballern, aber ich habe keine 14. 8. Auf 8 komme ich momentan, weil die ganzen restlichen Leute halt in der Stadt beschäftigt sind. Food storage is almost full. Ja. Ich kann noch ein Warehouse bauen. Zack. Haben wir denn irgendjemand, der überhaupt noch baut? Wahrscheinlich gerade gar nicht. Und wir sind schon wieder fast durch. Wir brauchen gleich schon wieder mehr Leute, die hier ackern. Aber wir können die Quest immerhin abgeben. Die wollen schon wieder zwei Arbeiter von uns. Naja, pass mal auf. Ich komme gleich wieder. Schauen wir mal erstmal kurz. Essen und Kohle ist nämlich bei uns aktuell jetzt nicht ganz so gut dabei. Können wir mal in die Taverne schauen? Haben sie schon wieder neue Leute? Nee. Wir können den Iron immerhin verkaufen. Kriege ich nicht sehr viel Geld raus, aber vielleicht sollte ich ein bisschen was verkaufen. So, Leaf. Da gibt es ein bisschen was zu essen. Oder wir ziehen es jetzt mal eben kurz durch. Wie kann ich denn meine Arbeiter? Das wäre nochmal interessant, ne? Hey, irgendein Vent ist auch schon wieder nicht mehr. Irgendein Fan ist schon wieder nicht mehr voll besetzt. Würde er ganz gerne einfach mal meine Leute auch einfach irgendwann mal prinzipiell einfach mal zurückziehen. Aber warte mal, jetzt müssten wir es, glaube ich, hinkriegen. Jetzt hat er die, glaube ich, mich schon rausgezogen. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Eisen. Naja, gut, okay. Da war vorhin doch aber noch ein bisschen was, oder? Zu weit entfernt. Ich werde auch immer langsamer, ja. Hunger Upgrade. So, haben wir. Wir können ja mal schauen. If provided. Wir können die Geschwindigkeit schon mal erhöhen. Ich glaube, ich gehe aber darauf, dass die 25% weniger Wasser verbrauchen. Ist hier überhaupt noch Eisen, das wir abfarmen können? Ja, hier hinten. Das ist aber weit weg. Wenn wir schneller werden wollen, dann kann ich auch einfach nur faster raushauen. Aber ja, wir sind nur bei 24%. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das nur über die Town Center machen. Wir werden wahrscheinlich dann auf Dauer eher
Ich denke mal, wir werden auf Dauer eher dann noch da irgendwie andere Propeller kriegen oder sowas. Oder halt, ich erforsche es. Das ginge natürlich auch noch. So, alle sieben. Ja, Acker, das mal jetzt eben mal kurz durch. Ah, 97% Licht, das ist schon mal gut. Kann man machen. Sinken wir gerade ab? Nee. Okay. Das ging schnell. Haben wir 9? Ah, ne, wir brauchen mehr. Zwischendurch holen wir uns mal lieber noch ein bisschen was zu essen. Mal noch Hollis. Hallöchen. Kohle haben wir auch so halbwegs. Das passt schon. Da haben wir noch eine Ancient Ruin. Die habe ich, glaube ich, noch nicht geplündert. Wir haben das Geld bitter nötig. Bleiben wir hier mal erstmal. Zu viel Eisenerz kommt dabei auch nicht rum. Aber wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Sind noch keine neuen Leute dazugekommen. Ich weiß nicht, ob, also wie lange das dauert, ne, bis da wieder vielleicht neue Arbeiter dazukommen. Aber ansonsten sind wir aktuell wirklich komplett ausgelastet. Wir können auch nur 30 lagern, ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Stunden. Aber ich nehme es mal. Ja, schon. Ich glaube ja. Ja, okay. Trotz alledem würde ich noch ein weiteres Warehouse bauen wollen. Obwohl man ja anscheinend später irgendwie noch extra Lagerungsstätten bauen kann pro Ressource. Vielleicht können wir es hier auch einstellen, was es macht, ne? Ne. Das lagert anscheinend wirklich grundsätzlich nichts an Essen. Das heißt, wir gucken mal rein, was können wir denn vielleicht noch bei Storage nehmen? Gar nichts, so wie es aussieht. Okay. Ich schätze mal unser Town Center, wenn wir noch eins bauen sollten, so nach dem Motto. Ich denke mal, das könnte vielleicht noch in die Richtung gehen. Wir können natürlich auf Dauer auch noch erforschen, dass wir einfach weniger essen. Wir können das auch nochmal bringen. Wir sollten auch unsere Combat Tower dann mal langsam bauen. Kostet mich nur weitere 10 Holz. Gehen wir mal zurück zur Stadt. Vielleicht können wir ja zumindest die Quest mal langsam durchziehen.
Eigentlich ja. Ne? Eigentlich müssen wir bald auch schon wieder noch so einen weiteren bauen. So einen weiteren Lüfter. Immerhin haben wir ein paar Plätzchen mehr, bei denen die Leute auch noch... Also wir brauchen keine weiteren Häuser demnächst, das ist schon mal ganz gut. Wasser scheint auch erstmal irgendwie klar zu gehen. Ja, immerhin. Sieben Gleiter aktuell, okay. Können wir momentan nutzen. Aber mehr wird es dann auch nicht. So, okay, wir müssen zwei nochmal abkommandieren. Dann können wir die Quest vollführen. Die brauchen nämlich nochmal zwei Leute hier. So, gib ihm. So lange bleiben wir dann mal hier und, ja, ne. Also, ich glaube, ansonsten wäre es mir mittlerweile doch ein bisschen zu langsam. Also dieses bei Mitspulen permanent zu arbeiten, ist es glaube ich schon. So, ein Defense Tower kriegen wir jetzt schon mal rein. Den zweiten werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Viel Spaß im Lurk, Monster. Wie, wir haben kein Eisen mehr. Ziehe vielleicht wenigstens neue Leute. Nein. Schade. Ich müsste uns mal eine neue City suchen und die leer kaufen. So, wir haben die Quest gemacht. Da ist sogar der Turm hinten, ne? Travel to Orinspire. Wir müssen also zur nächsten Stadt. Okay, machen wir. Das ist sehr gut, weil dann bekomme ich darüber dann vielleicht auch mal wieder ein paar neue Leute. Ich brauche nämlich definitiv neue Leute. Das ist da oben. Also die Richtung. So, schauen wir mal. Eigentlich alles erstmal noch ganz schick aus. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir unsere Lage mal ein bisschen voll knallen. Was war da gerade? Hat da jemand geklopft oder so? Pirates incoming. Ja, ich habe leider nur auf einer Seite einen Turm. Das heißt, wir müssen die mal eben drehen. Aha! Reicht, wenn man auf einer Seite... ne? ...einen Flakgeschütz hat, so wie es aussieht. Muss das nur richtig einsetzen. Ich sehe hier Geld auf uns zukommen. Ich meine, ich habe schon 857. Aber warum nicht?
Da sind wir und wir müssen eigentlich hier so ein bisschen in die Richtung. Ist da so ein bisschen düster? Kann das sein? Moin, moin, salö. Moin, moin. Ich hab allzu viel Ressourcen. Solange wir hier über dem Wasser sind, werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Werden mal eher Richtung Land gehen und da mal gucken. Weil da sehe ich immerhin schon wieder ein bisschen was, was wir auch abbauen können. Los geht's. Essen geht noch so ein bisschen. Wir können mal so ein, zwei hier hinschicken. Eisen. Das wird interessant. Ist sogar noch so ein kleines Settlement to Far. Ja, gehen wir doch mal hin. Ich brauche ja neue Leute. Wie schnell wir aber auch so ein kleines Deposit hier abgrasen, ist echt abartig. Zack. Übel. Aber jetzt können wir wenigstens ein bisschen wieder was produzieren. Das ist ja schon mal ganz nice. Deshalb hätte ich ja schon auf Dauer ganz gern auch noch einen zweiten Comet Tower. Hier auf der rechten Seite. Jetzt mit dem einen durchaus ja ganz gut geklappt hat. Habt ihr eine Taverne? Ah, guck mal. Wir kriegen hier zwei Leute immer nochmal neu dazu. Na gut. Gibt's Eisen? Nur, dass ich hier eigentlich gar nicht lang muss. Aber ansonsten... Oh. Das ist nämlich eigentlich eher wieder in die Richtung. Die Musik ist eigentlich auch ganz gut. Das passt eigentlich soweit alles ganz gut. Also mir macht's echt Spaß. Können wir anfangen, ein bisschen Cottage abzubauen. Ich weiß gar nicht, ob wir es direkt schon umsetzen können oder ob wir das noch irgendwie umarbeiten müssen. Das sieht nämlich sehr stark danach aus, dass wir das müssen. Ich sammle es einfach mal eiskalt ein, wo ich hier direkt einen Plus mit dabei habe. Ah ne, das ist ja das Falsche. Das hier brauchen wir, genau. Ja, sammelt mal, solange wir in der Nähe sind. Wir brauchen erstmal noch einen Lift. Das kostet uns dann schon wieder Arbeiter, ne?
Also ich glaube, ich werde mal, sobald wir das hier unten erforscht haben, glaube ich, werde ich mal schauen, dass wir, dass ich da was erforsche, dass die Lifts uns mehr bringen. Also, das ist, da kommt ja echt nichts bei rum ansonsten. Nichts anderes nehmen. Oh, ist ein bisschen weiter nach links. Soll die Stadt nicht eigentlich schon mal bald sehen? Aber Wasser könnten wir mal langsam aber sicher auch ein bisschen noch abbauen. Ich würde ganz gerne ja wirklich mal ein bisschen hier die Sachen hier alle erhöhen, dass ich mehr davon vorrätig nehmen kann. Open Research. Ah, genau. Okay, das haben wir. Können wir ja mal machen. So, Lift, genau. Increase Lift bei 25%. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt für uns. Und ich meine, wir haben ja schon jetzt ein paar von den Teilen auch gebaut. Das dürfte jetzt ordentlich reinhauen. Nee, da gibt es gleich... Ancient Ruin. Nee, da gibt es jetzt gleich nicht genug Arbeiter für uns. Ich brauche mehr. Nicht so viel. Doch, da. Jetzt das Geld da. Die Richtung. Uiuiui, das ist mal ein großer Wald. Schicken wir doch mal exakt einen Arbeiter hin, um das Ganze abzufarmen. Pirates ist ja doof. Zwei schon. All workers are busy. Ja. Was haben wir da verloren, ist jetzt die Frage. Immer ernsthaft, was habe ich denn da verloren? Können wir sagen, was war das? Ich glaube, ich habe ein Problem. War das die Forge? Iron Forge ist noch da. Was haben die mir da weggeschossen? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, ne? Wenn ich es nicht brauche. Dann scheint es ja wohl irgendwie okay zu sein. Was hatte ich da? Ich baue da einfach nochmal Häuser hin. Ja, und gleich mehr, bitte. 120, ja, komm. Gleich nochmal mehr. So, gucken wir mal in die Stadt rein. Erstmal Taverne.
So, jetzt haben wir wieder ein paar neue mit dazu. Ja, also das müssen sie definitiv vertonen, finde ich. Das. Ich meine, mit den Gemalten und so, das ist schon wieder echt ganz cool so, weil das passt soweit, aber. Ich finde, sowas gehört vertont. Noch ein altes Sky Dog, okay. Wahrscheinlich müssen wir denen dabei wieder helfen. So, erstmal leave. Watch out for illness. Jetzt, da unsere Population gewachsen ist, haben wir also eine gewisse Chance darauf, dass wir jetzt hier anfangen, irgendwie krank zu werden. Ja, sauber. Ja, wir müssen irgendwie in die Richtung. Da müssen wir was suchen, dann machen wir das doch mal. Kohle. Ja, können wir auch mal zwei losschicken. Dafür nehmen wir auch wiederum Ressourcen relativ schnell auf, ne? Also, das geht eigentlich schon ganz gut klar. So ein Eisenvorkommen oder irgendwas dergleichen, das kriegen wir immer so schnell runter. Sind wir auf 120? Nee. Hä? Ich glaube, wir können nicht mehr als 120. Kann das sein, dass wir das Limit der Demo damit so langsam erreicht haben? Ich müsste doch mehr kriegen. Alleine war ich doch hier, ne? Research und so auf Dauer. Mein 31 Stunden sind auch 31 Stunden, aber trotzdem. Ich glaube, da ist jetzt nicht großartig was dazugekommen. Mein Bito. Ob ein Warehouse weg ist, samt Inhalt? Nee, guck mal, meine Warehouses, ich habe zwei gebaut, die sind noch da. Weiß nicht, was hier stand. Keine Ahnung. Aber es scheint nichts Wichtiges gewesen zu sein. Meine Akademie, oder? Nee. Die Akademie ist da. Keine Ahnung. Was hatten wir denn bitte noch? Ift vielleicht? Nee, das passt auch nicht rein. Keine Ahnung. Aber, ne? Wenn wir es nicht brauchen, ne? Sollte es passen. Ja. Das ist genau die andere Richtung. Ja, aber ganz ehrlich, also die Dreifachspulente, die ist definitiv die das Wahl der, also die, das ist besser. Das passt deutlich besser. So, nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Könnten wir schauen, ob wir vielleicht am Markt irgendwas kaufen können, was wir vielleicht brauchen. Können wir noch zum Beispiel sowas wie Glas kaufen oder so ein Spaß. Das nicht eigentlich mehr werden. Ach, wird so. Okay, mehr haben sie nicht. Solange ich das selber noch nicht produzieren kann, ne? Meckert auch nur, dass wir halt quasi noch mehr ab, dass wir Arbeiter haben, die jetzt nichts mehr einlagern können. So, jetzt sind wir zumindest schon mal richtig. The Temple of Aelius. The Island Bandits. Okay. Scheint alles durchaus hier größer zu sein. Ich würde mal ganz gern einfach mal einen Lift bauen, nur um zu sehen, was passiert, weil ich würde fast darauf tippen, dass wir nichts mehr machen können. 120 haben wir. Und?
Oder 32? Nee, es passt noch. Also so wird die Demo zumindest nicht limitiert. Trotzdem macht mich das Loch da irgendwie in der Mitte ziemlich fertig. Ein Haus können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Das heißt, ich nutze das jetzt einfach mal und werde da jetzt Häuser reinsetzen. Nee, guck mal, das passt auch nicht. Aber jetzt ist es immerhin schon mal weg. Aber es ist echt ganz nice. Ja, so ein paar Kleinigkeiten noch verbessern. Aber es macht echt Spaß und es ist echt ziemlich entspannt. Das passt schon. Haben wir denn jetzt aktuell? 6 sind idle. Naja, 14 Gleiter maximal. Könnten wir welche wieder hier hinschicken. Von dem Zeug, von dem Grundstoff scheine ich irgendwie eine ganze Menge mitnehmen zu können. Also, warum nicht? Nehmen wir es mal erst mal mit. Vielleicht brauchen wir es später ja noch. So, gucken wir mal nochmal durch. Habe ich gebaut? 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 Haben wir gebaut? Und haben wir gebaut? Ja, wir haben zumindest alles an Gebäuden, die wir irgendwie aktuell bauen können. Aber auch. Schnell, dass leer gesogen wird. Ja, hier habe ich vorhin nämlich schon ein bisschen was mitgenommen. Ne? Könnte sein, dass es das hier ist. Kleines Settlement. Ein bisschen Holz ran. Nee, da gibt es auch erstmal nichts mehr weiteres, aber wir können endlich mal wieder ein bisschen Eisen abbauen, das ist schon mal ganz nice. Nein, die Richtung hat schon gestimmt. Tja, wenn ich irgendwann nochmal eine Schneiderei bekäme, wäre es jetzt auch nicht so verkehrt. So, das ist so viel. Mal gucken, wie es über die Kampagne dann am Ende wirklich mit Gegnern und so läuft, ne? Wenn wir jetzt ab und zu halt irgendwie von Piraten angegriffen werden, wüsste ich nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu wenig wäre auf Dauer. Also quasi dieses klassische, wie du es hast, dass du auch gegen einen großen Kontrahenten kämpfst und auch siehst vielleicht oder zumindest eine Ahnung bekommst, wie der sich entwickelt. Oder irgendwie solche Sachen, das ist glaube ich schon ganz okay. Storage ist voll. Yay! Es geht los. Und auch Danny Socke. Eisen genau das gleiche.
Wir brauchen tatsächlich sogar noch ein weiteres Warehouse. Aber das kriegen wir ja hin. Incoming. So, ich habe zwei Türme und diesmal müssen wir ganz genau darauf aufpassen, falls irgendwas kommt, was wir verlieren können. Also, was wir verlieren. Ja, so irgendwo da ankommen. Ja, die zwei Türme sind gut. Die Sache ist halt, ne, vielleicht macht sogar tatsächlich mehr Sinn, wenn man hier anfängt. Wir brauchen Kohle. Wenn man hier anfängt. Upgrades available? Oh. 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 Wir müssen die Upgrades noch separat kaufen. Oh. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich interessant. Also, wenn das so ist, kann die ganze Stadt auch kippen, wenn man nicht aufpasst. Boah, weiß ich nicht. Also, wenn du baust, wackelt das irgendwie mal schon ganz ordentlich, aber bis jetzt eigentlich eher, würde ich sagen, nicht so richtig. Uns da bitte wirklich die ganze Kohle ran. Ich habe hier keine Lust irgendwie. Ah, guck mal, hier ist aber auch noch welche. Ja, ein bisschen bauen wäre trotzdem nicht verkehrt. Das erklärt das, was ich vorhin meinte, von wegen, warum. Na? Warum wird dann hier nicht weitergebaut? Also warum kriegen wir hier nicht irgendwie großartig eine Verbesserung, wenn ich schon geskillt habe? Aber wir müssen noch separat die ganzen Sachen upgraden, so wie das aussieht. Ach, so viel brauchen wir gar nicht. Einer reicht. Okay, wir haben zumindest irgendwas gefunden. Hier gibt es eine kleine Settlement. Drei weitere Leute für uns. Ich schätze mal, das ist es, was wir brauchen. The Lumber Mill provides food to the nearby cities. Ja? Okay. Logic Camp ist das. Ah. Ja, ne? Jetzt gucken wir mal gerade nochmal. Rebuild the Temple of Aleius. Oh, das ist da oben. Search and Rescue. Ah. Find the Chief Engineer Regina. Die muss hier jetzt irgendwo sein, oder was? Wie finde ich die denn? Wir können auch erstmal die anderen Quests notfalls machen. Wird jetzt hier eigentlich mal so ein bisschen gebaut? Ich meine, wir haben einen Idol, der hier doch irgendwie, ne?
nehme mal einfach ein paar Arbeiter hier komplett raus. Dann soll das mit dem Upgraden auch irgendwie mal so ein bisschen besser funktionieren. Oh, schaut mal. Wir werden jetzt auch richtig groß. Na gut, ich glaube, jetzt müssten wir bald schon ein bisschen mehr verstauen können. So, ich würde sagen, wir können die Rate, mit der sie sammeln, können wir um 50% noch erhöhen. Das könnte, glaube ich, auch ganz cool sein. Oder ich gehe mal darauf, dass wir insgesamt uns ein bisschen schneller bewegen. Das könnte auch vielleicht gar nicht allzu verkehrt sein. Ich glaube, das nehme ich erstmal. Müssten die das jetzt nicht trotzdem irgendwann mal bauen? Nicht das, was wir jetzt überhaupt noch bräuchten, so aktuell, aber hey. Ich meine, ich habe 10 Leute, die idle sind. Da muss doch irgendwas gehen. So, vielleicht ein. Moin Uli, moin moin. Nehmen wir mal eine andere, oder? Tja, wie wollen sie das da hinten nicht so richtig bauen? Einer ist krank geworden. Das Problem ist so aktuell, ich kann da noch nichts machen. Das heißt, wir müssen vielleicht irgendwann mal die Blaupause uns dann dazu kaufen oder so. Ganz vielleicht. Ach, weil er krank geworden ist. Tageszeit kommt ja dann am Ende des Tages aber auch wieder. Auch einfach so. Ihr müsst jetzt eigentlich gleich die Bauarbeiten da hinten abbrechen. Ich nehme sie mal jetzt schon mal raus. Eine, weil ich das hier noch mitnehmen will. Und dann ganz gerne wieder voll besetzen würde. So, wo sind wir? Bisschen minimalst nach links. Wasser bräuchte mittlerweile auch wieder. Kohle sogar auch ein bisschen. Ich würde sogar ganz gern noch eine Spur weiter spulen. Hätte ich nichts dagegen. Oh, die Weiche schon überall. Oh oh. So drehst du dich. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Customize? Ja, oh, okay. Sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Ah! Ball Tiles. Naja, warum nicht? Und
Tja, die Richtung stimmt zumindest. Kohle sind wir ziemlich low aktuell. Und die Pirates kommen wieder. Genau richtig, um noch ein bisschen Kohle abzufarmen. Da kommen sie. Es werden immer mehr. Status? Achso, der meckert nur, weil was... Nee, Ironforge? Ist da jemand gestorben? Das wäre übel. Ach, brauchen wir auch schon gar nicht mehr so viel abbauen. Holz, der ganze Rest sieht aber eigentlich momentan auch ganz gut aus. Wasser. Wasser können wir noch ein bisschen mitnehmen. Tja, plus 16, ne? Da fände ich es echt ganz angenehm mittlerweile, doch die ein oder andere Blaupause extra zu haben. Vielleicht hätte ich schon deutlich mehr kaufen sollen in dem Bereich. Sag mal, wollt ihr das mal irgendwie bauen? Nicht so, dass ich es überhaupt noch großartig bräuchte, aber ich werde es mal trotzdem nochmal einen Auftrag geben. Town Center Upgrade. So, jetzt sind wir mal ein bisschen schneller. Ja, ne? Wir können die Comet Tower vielleicht sogar mal upgraden. Die Range. Und Attack Rate. Aber ich gehe mal auf die Range. Oder sieht auch noch gut aus. Essen sieht gut aus. Eigentlich nicht mehr. Und bam, wir sind bei 16%. Vielleicht sollte ich wirklich immer nochmal ein Town Center bauen. Aber ich kann es ja gar nicht. Ne, kann ich gar nicht. Aber dann muss ich jetzt noch upgraden. Ja, wir müssen es tatsächlich noch kaufen. Na gut, dann machen wir das mal. Was halt das Ganze interessant macht, solange wir nicht so viel einlagern können. Oder generell, wenn wir halt Wege doppeln und so, dann kann es halt irgendwann echt sein, dass wir Probleme bekommen mit den grundsätzlichen Ressourcen wie Trinken. Machen wir mal eine kleine Abstecher. Vielleicht können wir uns ja hier noch ein bisschen was kaufen. Dürfen wir schon? Nein. Danach fliegen wir dann hier weiter rüber. Dieser komische bunte Turm da in der Mitte. Na bitte. So. Erstmal bei der Taverne. Gibt niemand Neues? So, Market. Wird immer noch Glas kaufen wollen? So, wir haben hier einen Water Tower, Food Silo und Cold Storage. Und hier haben wir nochmal einen Antrieb, kostet nur 1000. Ich nehme auf jeden Fall erstmal Wasser und Essen. Die Klinik hätten wir hier auch kaufen können sogar. Meine Güte. Und Kohle Storage kaufen wir jetzt mal auch. Schön.
Ach, jetzt kann ich das erst noch erforschen. Ah, okay, okay, okay. Aber das sollte uns schon durchaus ein bisschen weiterbringen. Mal gucken, wie groß diese Türmchen dann gleich sind. Können wir noch ein weiteres Research-Teil bauen? Mit 4 weiteren, ja. Weil das könnte auch noch interessant sein, dass wir einfach insgesamt ein bisschen schneller erforschen. Wir können relativ viel erforschen. Wie gesagt, die Ressourcensammelei an sich, damit kommen wir ja ganz gut zurecht. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Auch noch eine weitere Academy. The Ancient Beacon of Craftsmanship is outstanding. Ja. Zwar nicht unbedingt gemeint, aber hey. So, jetzt müssten wir doch gleich noch mehr nehmen können, ne? Genau, okay, haben wir. Storage. Ne, wir erforschen jetzt nur deutlich schneller. Okay, aber kommt ja aufs Gleiche raus, ist ja egal. Brauchen wir da vielleicht nochmal so ein bisschen eine Lampe? Hab mir gedacht. Und Silo, gleich hinterher. Wäre schön, wenn ich hier in Kette einfach nur aufgeben könnte schon. So, ein Water Tower. Machen wir gleich 2 davon. B, B, B. Naja, bis jetzt hat das Spiel nicht versagt. Macht echt Spaß. So, jetzt sind wir auf 80 hoch insgesamt. Und jetzt können wir dann die nächsten bauen. Jetzt gibt es ein Food-Silo. Oh, das ist größer. Das ist, dass wir insgesamt wenig. Ah, nee, warte. Gehen wir weiter bei Combat mit rein und werden die mal verbessern. So, wir brauchen trotzdem noch mehr Lift Power. Also sag mal so, ne? Brauchen auch dann auf Dauer. Arbeiten hier welche drin? Nee. Arbeitet hier jemand drin? Nee. Okay. This cotton farm provides clothes to the nearby cities. Ja, das ist doch nett. Kann ich hier gar nichts kaufen? Kriege ich hier gar keine Arbeiter oder so mit rein? Ist das schade. Ist da nicht andere KI-Städte? Nee, nee, nee. Leider nicht. So, ich guck mal, dass ich jetzt unsere Lift-Leute mal eben so ein bisschen weiter höher setze. Brauche auf jeden Fall mehr Kraft. So, Food-Silo. Das nächste.
Jetzt müssten wir noch genau das Kohlegedöns auch noch mitnehmen können, aber jetzt brauche ich Holz. Jetzt fehlt uns da ein Arbeiter, meine Güte. Ja, wenigstens zweimal dazu bekommen, meine Güte. Holz. Das war eigentlich nicht zu knapp. Hundertsechzig. Na komm, bring mir das Holz. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also hier müssen wir auf jeden Fall... Talk to Ranger Miri. Irgendwo hier muss das sein. Wir müssen einen Watchtower finden. Könnte der da hinten sein? Ranger Station, ne? Sieht doch gut aus. Ei, diesmal. Also man verliert sehr schnell die Gebäude, ne? Das ist schon übel. Ja. Schön, dass du mit dieser Übersichtsansicht hier oben aber auch direkt reparieren kannst. Das finde ich ganz nett gemacht. So, jetzt können wir die nochmal nämlich upgraden. Und schießen die nämlich nochmal schneller. Weiter können sie ja auch schon. Sind ja die Türme. Welche Türme? Meinst du die Abwehrtürme? Das sind die hier außen. Davon habe ich jetzt zwei Flaktürme gebaut, oder was meinst du? So, Food-Silo und so haben wir mittlerweile auch. Das sieht schon eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Können wir schon deutlich mehr irgendwie einlagern. Nur für Kohle fehlt es uns noch. Die müssten wir jetzt bauen. So, zwei mehr. Der Flaktürme. Das sieht schon cool aus. So, Ranger Miri, da haben wir sie. Bandit Trouble, ja, wer hätte das gedacht? Wir können natürlich helfen. So, sie mag es uns. Da sollen wir hin. Na, jetzt muss ich erstmal trotzdem Kohle hochsetzen. Beziehungsweise, wenn unsere Türmchen fertig gebaut werden. Dann können wir auch mehr Kohle bunkern. Und so ganz nebenbei können wir unsere Lifts noch weiter hochsetzen. Da jetzt gebaut? Ich weiß es nicht. So, irgendwie sieht es ja danach aus, aber so ganz sicher bin ich mir da irgendwie auch nicht. Mehr Leute. Ich brauche definitiv mehr Leute. Und zwar viel mehr. Viel mehr. Oh oh. Und was ist passiert?
Stadt sinkt gerade ab. Ah, schön. So. Ich glaube, ich habe aber weiterhin die ganzen Fans noch nicht genau. Guck mal, den können wir jetzt euch noch hochsetzen. Fehlt uns nur so ein klitzekleines bisschen an Holz. Aber dann ginge dadurch auch sogar noch eine Kleinigkeit. Aber wir können zumindest schon mal ein bisschen mehr mitnehmen. Das ist doch schon mal ganz geil. Funkantenne, ja. This is an infection-free zone. We provide free food, shelter and safety. Ah, ja. Ja, wir haben momentan leider wirklich relativ wenig Leute, die irgendwie farmen. Guck mal, jetzt eine kleine Stadt. Da müssen wir hin. Auch mehr Leute. Alles andere ist erstmal egal. Ja, trotz Upgrades sind wir noch bei 16% Speed. Wir können was. Wir können ja eine Blaupause uns tatsächlich ja sogar holen, ne? Also, so ist nicht. Vielleicht war das zweite Research Center so früh vielleicht auch noch nicht. Das kann natürlich irgendwie auch sein, ne? So, wir bunkern mal ein bisschen mehr Kohle. Immerhin das Geld dazu, um die zu holen, habe ich. Das ist schon mal ganz angenehm. Zwei, boah. Wäre aber auch immer teurer, ne? Aber viel ist das nicht. Leider. Sehe ich Wasser 1 von... Oh ja. Oh ja, doch, doch. Da kommt irgendwo nochmal ein See voraus. Aber wir brauchen dringend trinken. Das heißt, ich muss erstmal in die Richtung. So, können wir noch irgendwas upgraden? Ja. Den Rest leider nicht mehr. Jetzt sind wir so ziemlich aber auch durch. Schon mal jemand gestorben? Also krank geworden auf jeden Fall. Gestorben glaube ich noch nicht. Da ist der See, den brauchen wir. Ich glaube, gestorben tatsächlich noch nicht, ne. Was unhappy to abandon our kingdom? Okay, es gibt also durchaus Bereiche, da sollen wir nicht unbedingt hingehen. Oh, wir können. So, jetzt holen wir mal uns ein bisschen Wasser rein. Wir müssen auch unsere Rampen mal ein bisschen upgraden. Ironforge? Wieso fehlen denn da jetzt bitte Leute? So, dann werden wir da mal noch das Upgrade reinsetzen. Und wir brauchen dann demnächst mal irgendwie die Blaupause. So, mehr Wasser, komm.
Jetzt können wir insgesamt dann gleich schon 16 Gleiter losschicken. Ich meine, das ist ja prinzipiell ganz gut. Aber so viele Leute haben wir einfach gar nicht. Ja, ich bin nur noch auf Schleichfahrt unterwegs. Da geht leider nicht mehr. Bunkert Wasser. Kommt. Ah ja, schaut mal. Hier steht immer dabei, wie lange es dann braucht, bis die wieder da sind. Also ich schätze mal... Also 5 machen momentan nüchte. 41 Stunden. Cheat. Wir brauchen also definitiv demnächst das Krankenhaus. Aber das ist schon ganz angenehm, dass wir jetzt wirklich ein bisschen mehr transportieren können. Nein, nicht die Pirates. Ich hoffe mal, meine verbesserten Türme machen ihr Handwerk. Haben wir was zerstört? Naja, zumindest können wir was reparieren. Schwarze Kobra. Bisschen weiter nach links. Oh, danke. Ah, das ist ja cool. Schaut mal. Kann auch hierüber gleich direkt sagen, dass, was sie noch upgraden können und so. Guck mal, die Iron Forge kann ich übrigens auch upgraden. Das ist ja witzig. Also diese Übersichtssachen, die sie sich hier oben ausgedacht haben, das ist ziemlich cool. Nein, ich will dahin. Solange können wir noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich brauche mehr Leute. Oder mehr Leute, die gesund werden. Defense Tower. Ja, den verbesserten, den haben wir. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall mal darauf, dass die jetzt schneller holen. Also, dass sie jetzt schneller transportieren können, unsere kleinen Flieger. Und die Defense Tower werden wir dann mal bauen. Sobald Arbeiter frei werden. Ist es Nebel? Nee. Zum Platz haben wir auch immer noch. Also nicht Platz, sondern ne? Hubkraft. Müssen wir hin. Das ist cool. Sowas hier, so ein Status-Schnellmenü quasi, das können sie wirklich mal gut und gerne auch bei anderen Spielchen in dem Bereich mit einbauen. Das ist wirklich toll. So eine Übersicht alleine, dass du irgendwelche Sachen reparieren kannst oder irgendwas, das ist so cool. Das könnte ich, das wäre so geil bei anderen Spielchen. So abartig cool.
Frag mich, ob ich mit meiner Version der Demo wirklich irgendwie länger spielen kann, weil irgendwie bis jetzt habe ich nicht so das Gefühl, dass ich eine Demo spiele. Hey, wir haben einen Arbeiter zurückbekommen. Oder? Es wird erstmal leer gefischt. Ach, nicht schon wieder. Ich habe nämlich allzu viel Holz. Weil wir haben unsere Türme nochmal verbessert. Oh, es werden aber auch echt immer mehr. Zeit zu reparieren. Map ist ja noch riesig, also wenn die Demo rauskommt, wie sie jetzt ist, ist das mehr als manche. Ja, definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass das an meiner Pressedemo vielleicht liegt. Also, dass ich da vielleicht eine gesonderte Version habe. Beim Faction-Free-Zone zum Beispiel war das ja auch ähnlich. Das war ja im Endeffekt die gleiche Version, die du auch in der Demo gespielt hast. Nur, dass da halt bei der normalen Demo dann nach Monat 5 oder so Schluss war. Ja, und ich dann halt noch weitermachen konnte. So. Wasser, Essen sieht noch alles gut aus. Kohle sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Zwar nicht viel Holz, aber wir sollten es mal mitnehmen. Bisschen Speed hochsetzen mit 32 Stunden ist halt schon krass viel, ne? Aber ja, ich glaube, ich setze mal Speed hoch. Das sind einige Stunden, die wir jetzt daran forschen. Das ist eigentlich nur für 13 von 16. Oh. Weiß nicht, ob ich das irgendwie noch höher setzen kann. Jetzt 16, vielleicht gegen den Wind oder sowas, könnte auch noch sein. Die Türme immer besetzt sein? Ja. Also prinzipiell, wenn du sie jetzt nicht gerade brauchst, dann nicht. Aber wenn du sie nutzen willst, dann ja. Können auch die Forge zwischendurch aussetzen oder so. Da ginge prinzipiell schon was, ja. So, haben wir mal ein bisschen Holz rein. Da haben wir nämlich wirklich sehr wenig aktuell. Barons, Barons, Barons. Okay. Okay, mal, das wird es wahrscheinlich dann auch sein. Report back to Ranger Miri. Genau, jetzt müssen wir eigentlich schon wieder zurück, aber das hier nehmen wir natürlich noch mit.
Okay, dann dämmen wir wieder zurück. Ja. Obwohl, ihr guckt mal, 13, er sagt mir auch. Nee, nur 13 vor 16. Ist hier nicht. Also könnte man auch die Abwehr erhöhen und nur beim Angriff besetzen. Ja. Analog in Faction Free Zone. Ja, müsste, prinzipiell gesehen. Klingt zum. Also, du verstehst. Wie gesagt, wenn die Forge zum Beispiel nichts zu tun hat, müsste man die solche auch wieder rum. Ne? Und so. Ist doch ganz gut, dass wir ein bisschen Holz dazu geholt haben. Und Repair. Oh, das nehmen wir jetzt mit. Es gibt ja so eine Art Winddrift, wie man ja hier auch irgendwie sieht. So manchmal drehen wir uns ja dann irgendwie so komplett weg. Aber wir sind permanent bei, ne, dreifacher Geschwindigkeit. Das ist die eigentliche Geschwindigkeit. Das ist viel zu langsam. Also da... Ja. Ich finde, das hier wäre die perfekte normale Geschwindigkeit. Oder? Tja. Ich könnte mal so einen Arbeiter hier mit ranschicken, aber mir macht echt keinen Sinn. Hm. Ich finde es auch gut gemacht. Also gesagt, mir macht's echt Spaß. Ist an Speed dazugewinnen. Naja, ne? Ich erforsche gerade. Es gibt eine Blaupause für etwas, was uns die Geschwindigkeit erhöhen kann. Die müssen wir aber auch noch kaufen. Ja, ich habe ein bisschen Geld haben wir ja mittlerweile. Aber ja, doch. Wäre schon nicht so verkehrt. Aber was sagt mir, dass wir dafür dann wieder mehr neue Leute brauchen? Hey, da ist wieder jemand genesen. Ich glaube, als erstes wahrscheinlich sogar erstmal das Krankenhaus. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. So häufig wie bei uns Leute wie krank werden. Schnellreise übers Meer wäre nett, ja. Naja, ne, also. Geschwindigkeit. Wahrscheinlich ist es trotzdem sogar besser mit Geschwindigkeit, weil je schneller wir sind, umso eher kriegen wir weiteres Geld rein und irgendwas. Wahrscheinlich sollten wir sogar trotzdem noch weiterhin darauf gehen. Kann ich hier schon abbauen? Irgendwas? Nein? Ah! Weil solange wir direkt auf dem Meer sind, passiert einfach gar nichts. Das ist halt so traurig. Ich kann nichts machen. So schnell bewegen wir uns.
Übrigens eine sehr schöne Auflösung von dem Pfeil. Also kommt, was ist das denn? Man sieht sogar hier noch so ganz leicht die Umrandung, die hier so mitwandert. Was ist das denn für ein Pfeil, Freunde der Sonne? Hi. Muss arbeiten können. Können wir mal reinschauen, was wir noch so machen können. Häuser könnte man durchaus noch überlegen, dann brauchen wir halt weniger Lift. Na, das ist halt auch wiederum effizienter die Gebäude sind. Aber wir haben jetzt noch 6 Plätze frei. Ah ja. Ne? Ja, wir können. Ich kann. Ich glaub's nicht. An Sachen abbauen. Tja, vielleicht müssen wir wirklich irgendwie irgendwas bauen, was uns quasi insgesamt aerodynamischer macht oder so. Tja. Müssen wir die Küste entlang runter? Wollen wir noch ein bisschen Eisen mitnehmen? Mal gucken. Eigentlich müssen wir mal schauen, dass wir neue Gebiete bekommen. Wir haben ja auch noch das Ding. Da müssen wir hier irgendwo hin. Ah ne, genau. Wir müssen es hier direkt sogar bauen. Aber wir bleiben natürlich jetzt erstmal dabei. Nein! Es ist abgestürzt. Vielleicht ist meine Stadt ein bisschen schief. Das kann natürlich sein, ja. Wenn es jetzt kein Autosave gibt, dann ja. Komm schon. Tu es. Ich weiß nicht. Irgendwie kleiner aus, oder? Ich weiß nicht. Nee. Oh, ich fahre da nicht nur mal rüber. Das können sie vergessen. Niemals. Nee. Da mache ich jetzt definitiv eine andere Quest. Okay, ansonsten stimmt's aber noch so halbwegs. Och. Kacke. Irgendwo hochstellen, dass er häufiger speichert, vielleicht? Nee. So F5, F6 schnell speichern oder so. Vielleicht sowas. Dann werden wir mal jetzt erstmal hier irgendwie lang schippern. Search and Rescue. Und ich fahre jetzt hier hoch und dann fahren wir hier so rum. In der Hoffnung, dass wir noch mehr Städte finden. Lass mal die Quest erstmal so ein bisschen außen vor. So, aber immerhin die ganzen Sachen, die wir gebaut hatten, sind noch da. Das ist schon mal ganz anständig. Das passt wenigstens. Ja, so ein bisschen linkslastig vielleicht gebaut.
So halbwegs müsste es gehen, aber ja. Ich denke mal, wahrscheinlich müssen wir irgendwie... Müssen wir noch gucken, dass wir mal in die eine oder andere Richtung noch umbauen. Ah? Was ich vorhin aber mitgenommen haben, die Temple Ruins. Einer ist wieder genesen. Wird ja auf Dauer irgendwann spannend, wenn das Ding immer größer wird, wie du es dann bitte noch hinbekommst, dass es auch weiterhin gerade durch die Gegend fliegt. Schwierig. Wenigstens mein Research-Zeug müsste bald fertig werden. Ein bisschen Wasser hätte ich auch noch ganz gern drin. So wenig Arbeiter. Hangar ist upgraded. Da muss man auch nichts machen. So, das heißt, dann würde ich immer direkt darauf gehen, dass die sogar noch schneller abbauen. Brauchen wir wenigstens keine weiteren Leute für. ...24 Holz ist auch nicht die Welt. Da ist eine große Schildkröte. Oder sowas ähnliches. Okay. Die ist aber viel zu schnell für uns. Das kannst du voll vergessen, da kommen wir gar nicht ran. Kohle, Wasser, Essen, alle chic. Also eher versuchen, ein bisschen Holz noch zu bekommen. Bitte, es sind sogar alle Arbeiter da, ne? 5 Gleiter, mehr haben wir nicht. Ein einziger. Das ist krank. Was hart? So wie die Verteilung aussieht, würde ich wetten, dass hier oben nochmal eine größere Stadt kommt. Darauf spekuliere ich aktuell so ein Stück drauf. Yay! Es werden immer mehr krank. Zwei Idle. Was ist das da? Guck mal da oben. Da ist irgendwas. Da waren wir bis jetzt noch nicht. Ich werde es mal ansteuern. Wie nur zwei essen? Allzu weit weg ist, oder wie? Ja, der berechnet das tatsächlich sogar ganz ordentlich mit ein. Was? Das ist ganz gut. Mehr Holz. Ja, bevor wir jetzt fliegen, schätze ich mal, müsste das die Neigung sein. Ich meine, ist halt nur mal wieso, sonst klappt das ja nicht, ähnlich wie beim Helikopter.
Und aktuell wären wir gar nicht allzu sehr angegriffen. Ist auch schon mal ganz gut. Dann würde ich hier so hochfliegen und dann mal schauen. Ah, hier müssen wir was bauen. Ja, kriegen wir hin. Wie lange brauchst? Seht ihr da mal irgendwas? Ah ja, hier haben wir den. Rebuilding the Temple. Das ist, glaube ich, sogar eine Quest. Pirates incoming. Natürlich, natürlich. Yay! Kriegen wir irgendwas? Wahrscheinlich wieder zum anfänglichen Questgeber zurück. Na, easy. Das klappt alles ja erstmal noch ganz gut. So, ja. Das passt. Wir müssen die Richtung ungefähr halten. Ja, müsste gehen. Na dann los. So, dann können wir nochmal ein, zwei Sachen reparieren. Jetzt nochmal Kohle. Da stehen wir aber eigentlich auch gut da. Ah, hier irgendwie rüber würde ich ganz gern. Und dann mal gucken. Bleiben die großen Piraten schon? Ja, ich hoffe ja nicht. Jetzt hätten wir ein Problem. Nein, nein, nein. Wieso drehst du dich denn jetzt schon wieder? So, Kohle und Essen bekommen wir. $630. Wäre jetzt schon auch ganz cool gewesen, hätten wir irgendwie mal ein bisschen Geld bekommen oder so. Ich glaube, die nächsten Blaupausen, also eins war auf jeden Fall teuer. Entweder das Krankenhaus oder dass wir quasi schneller fliegen können, das Gebäude. Ich nenne es jetzt einfach mal Motor. Eins von beiden hat einen Tausender gekostet. Und auch GeForce. Hallo. So, was können wir jetzt machen? Ah, ne? Weil wir können die Silos alle noch verbessern. Ich würde sagen, dass wir weniger Kohle verbrauchen. Aber ich nicht. Speed, ja. Dafür werden wir diese anderen Gebäude brauchen. Was anderes geht da kaum. Game entschleunigt, ja. Definitiv. Das war ganz witzig bis jetzt, GeForce.
Also, ich finde es bis jetzt wirklich ein ziemlich gutes Spielchen. Oh ja, es ist definitiv eher auf der entschleunigten Seite des Lebens. Da ist eine Settlement. Wir kriegen mehr Leute. Pirate! Ein Coast Game, oh ja. Da kommen sie. Hier mittlerweile. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen reparieren. Ich sehe da eine. Wieder angegriffen? Ja, krass. Gerade eben repariert. Gefährliche Gegend, ja, anscheinend wie schon. Vorhin hatten wir auch die Meldung ja schon drin. Da meinte jemand ja von wegen, die mögen das nicht, dass wir hier jetzt gerade rüberfliegen, so nach dem Motto. Die Mucke hört auch nicht auf. Ja. Scheint, ne? Gefährliche Gegend zu sein. Was jetzt so langsam aber dann auch kritisch wird, weil ich, naja, ne? Holz mehr. Um Dinge zu reparieren. Uncool. Sehr uncool. Drop? Weil wir können halbwegs reparieren, ne? Ruin explored. Weil wir kommen dadurch tatsächlich immer noch halbwegs voran, so ist es nicht. Aber irgendwie, glaube ich, sollten wir dann doch hier eher so ein bisschen gehen. Bei nächster Gelegenheit. Außerdem sollten wir nochmal was erforschen. Definitiv Combat, wenn wir schon mal dabei sind. Nicht so entschleunigt. Ja, manchmal wohl eher nicht. Warte mal. Wenn wir das auffangen, sozusagen, ginge das? Ne, der fliegt schon wieder da vorbei. Wir werden auf jeden Fall mal die Richtung halten und versuchen, hier rauszukommen.
44 Holz. Ja. Komm schon, Arbeiter, werdet frei. Kommt schon. Die Musik wird besser. Ich glaube, wir haben es hinter uns gelassen, was doch immer war. Vielleicht ist das aber auch so eine gewisse... Nein, wir haben es nicht hinter uns gelassen. Vielleicht ist es auch nur so eine gewisse Begrenzung, dass die halt wollen, dass wir da noch nicht so richtig lang gehen, weil wir noch nicht weit genug sind, technologisch oder so. Warten wir noch ab, Monster. Warten wir noch ab. Uiuiui. Ein Fan bei 5%. Boah, sind viele krank aktuell. Könnte aber auch daran liegen, dass wir jetzt attackiert wurden die ganze Zeit, ne? Essen, trinken. Trinken bräuchte ich noch ein bisschen was. Da schicken wir mal schnell ein, zwei hin. Nicht, dass wir da auf Dauer mal so Probleme bekommen, weil ich die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt bin. Aber ja, ich glaube, wir haben es hinter uns gelassen. Das heißt, hier irgendwo ist wahrscheinlich dann das Piratenversteck oder so. Volt, aber wir brauchen einen Tausender. Bin ich mir relativ sicher. Krank, leicht verletzt? Nee. Die werden auch so krank. Also krank, leicht verletzt nicht, aber es... Brauchen das Krankenhaus. Geschwindigkeit und Krankenhaus. Das sind definitiv so die nächsten Sachen, die wir da brauchen. Und eigentlich muss ich aber eher... Hallo? Was ist denn das? Komm leider nicht näher ran, aber da ist irgendeine Wasserstadt oder so. Ja, komm, da gehen wir doch hin. Wir haben nur noch 4 Arbeiter aktuell. 4 Sammler. 4. Ich könnte auch Stuff verkaufen, ja. Das ist richtig, das ist richtig. Allerdings das, was man hauptsächlich verkaufen kann, wäre hier Metal. Also Iron. Also Iron nicht, aber ich... Das habe ich halt momentan jetzt nicht allzu sehr. Also ja, ich könnte nicht viel verkaufen. Das ist, glaube ich, jetzt immer das Einzige, was wir überhaupt verkaufen konnten. Das ist ein Research Center. Fürs Wasser. Ich will Leute. Vertont es. Okay, die haben uns nur eine Quest gegeben. Kann ich nochmal? Nee. Shit. War das Twitter? Das heißt doch jetzt gar nicht mehr Twitter. Ich sehe schon mal Ruins. Da gäbe es ein bisschen Eisen. Tja, die Eisen... Die Schmelze können wir eigentlich wirklich mal anfangen. Zu verhindern. Also, die Leute da rauszunehmen. Na? Anhieb sehe ich hier oben auch noch nicht weiter. Hey! Das Geld können wir manchmal holen.
Ist nein. Wir wollen weiter da lang. Essen ist fast voll. Ole sieht eigentlich auch gut aus, aber bevor wir gar nichts zu tun haben. 926, na bitte. Tja, ist jetzt die Frage. Wollen wir hier weiter hoch oder hier gerade durchziehen? Wir bräuchten auf jeden Fall eher noch mehr Arbeiter und eine größere Stadt. Aber da die Städte bis jetzt hier so verteilt sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier nicht demnächst eine größere Stadt kommt. Vor allen Dingen auf den größeren Inseln waren bis jetzt eigentlich fast immer welche. Deswegen würde ich sogar, glaube ich, die Insel versuchen, weiter ein bisschen weiter noch abzufahren. Gerade durch. Genau, das machen wir. Da gäbe es sogar schon mal wieder ein bisschen Eisen. Ja, das ist eine große Insel. Es geht wieder los. Der die Musik auswirft, weiß das auch mal schon, bevor unsere eigentlichen Scouts das sehen. Das finde ich auch immer sehr cool. Boost. Ja, hier ist leider nichts mit Boost. Ja, wir bräuchten sowas wie bei Frostpunk, ne? Voll reinballern. Und dafür nehmen wir halt ein bisschen Schaden oder so. Aber dafür können wir halt voll durchsehen. Aber ne, ich glaube, das wird nichts. Der nächste ist krank. Seht ihr jetzt hier irgendwas? Tja, irgendwie nicht, ne? So. Und wir haben nur noch drei Leute, die arbeiten. Kommt da noch mehr her? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt pauschal auch nichts sagen, ne? Also. Ach, das ist sogar ein Fluss. Naja, immerhin 111 Holz, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist mal eine Liste, oder? Wir haben mittlerweile jetzt noch 42 von 45 bei den Gebäuden. Das heißt... okay? Okay? Ich weiß nicht, ob ich die beschießen kann. Also ran da. Das ist das Einzige, was man machen sollte. Wir haben zumindest genug eingebunkert, um zu reparieren. Momentan haben wir noch genug Leute, auch um die Sachen überhaupt reparieren zu können. Ich weiß nicht, ob wir das beschießen können. Wir werden es rauskriegen. Macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Aber ja... So viel zu neuen Ortschaften, die ich hier suche. Vielleicht sollten wir doch eher ein bisschen im Anfangskreis bleiben. Also meine Türme haben so eine Range.
Ah, die schießen ja eigentlich nur nach oben. Also es kann sein, dass hier jetzt quasi gar nichts passiert. Und Pirates kommen jetzt auch noch. Schick. Ich kann's nicht attackieren. Okay, das heißt, ich werde mal in die Richtung abhauen. Ja, in die Richtung müsste es sein. Daneben, daneben. Das gibt's doch nicht. Noch mehr Leute sind krank. Jetzt kann ich nur noch eine Sache gleichzeitig reparieren und das braucht jetzt schon richtig lange. Leiter können, glaube ich, nicht attackieren. Ich kann sie gar nicht mal anklicken oder so. Da passiert einfach nichts. Shit. Na komm schon. Ja. Wir kriegen es repariert. Aber ja, wir müssen jetzt auch erstmal raus aus der Reichweite. Also, ein bisschen was kriegen wir noch. Zum Glück habe ich vorher eine ganze Menge an Holz gebunkert, ne? Sonst könnte es schwierig werden. Okay, also, wir brauchen am Ende des Tages auch irgendwas, um Bodenziele zu bekämpfen. Was? Das wird noch ein bisschen dauern. Aber hier oben scheint zumindest erstmal nichts mehr zu kommen. Hey! Unsere Defense Tower können verbessert werden. Das ist schon nice. Steine fallen lassen. Ja, einfach Teile der Ortschaft. So ein bisschen wie bei Minas Tirith am Ende oder so. Wie lange willst du denn noch auf uns schießen? Die Antwort ist ja. Moin, March. Hey, die ballern da ordentlich ran auf unser kleines, wunderschönes Städtchen. Hab's ja verstanden. Ich bin ja schon fast weg. Dürfen auch, wir singen teilweise schon ab. So. Okay. Wir haben nicht mal mehr genug, um den einen Turm noch weiter auszubauen. Ja. Geschweige denn jetzt noch zu farmen. Okay, das heißt, ich muss jetzt anfangen, die Schmelze zum Beispiel abzubauen oder so. Iron Forge. Ist natürlich prickelnd. Aber auf der Habenseite steht, wir bekommen zumindest gleich noch ein bisschen Geld rein. Und wir werden nicht mehr beschossen, das ist auch schon mal ganz gut. Eisen wäre immer noch gar nicht so verkehrt. Da könnte ich immer noch einiges gebrauchen. 1100! Yay! So, wir gehen hier mal runter, am besten hier bis Costra Regnum, um spätestens dann da uns vielleicht das Hospital leisten zu können. Kohle passt noch. Ja, maximal halt ein bisschen Wasser. Könnt mal bitte irgendwer... 14 Leute, ich glaube nicht, 14! So, Research. Ja, vielleicht sollte ich eine der Research-Zentren mal eher so ein bisschen, ne? Erstmal wieder rausnehmen.
So, Basic House Block. So, jetzt forschen wir mal, dass die ein bisschen mehr Leute aufnehmen können. Musik ist wieder nett. Ja. Hör mal, dass das auch so bleibt. Fresh side, too far. Ja, wir wollen da lang. Hey! Nein, 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 nein. Tja, es fehlt hart an Eisen. Die Städte mehr luftschiffiger aussehen, hättest du dir gewünscht? Ja, ja. Ich find's eigentlich ganz cool. Hey, mehr Workforce. Ist ja auch mal irgendwo noch Eisen? Irgendwo? Mittendrin. Hey. Sehr geil. Okay, wir brauchen für die besseren Häuser, brauchen wir tatsächlich jetzt Stoff. Stoff kann ich doch gar nicht. Na gut, dann kannst du es vergessen. Dann gehen wir mal hier und werden mal schauen, dass wir die Geschwindigkeit des Haupthauses mal upgraden. Hey, noch mehr Leute sind genesen. Wuhu. Seht ihr richtig was? Das ist ja Wahnsinn. So, sagt, was ihr von mir wollt. Ich weiß doch, dass es in die Richtung geht. Was wollt ihr von mir? Zwei Arbeiter brauchen wir. Wir brauchen Stoff. Und Stoff habe ich nicht. Das heißt, das können wir schon mal nicht machen. Aber es klang was von wegen Weapon, habe ich gelesen. Das heißt, vielleicht kriegen wir hier was, um den Boden irgendwann mal bekämpfen zu können. Aber ich fahre jetzt wirklich durch Richtung Costa Regnum. Dann schauen wir mal, dass wir uns... Tja, wahrscheinlich sogar wirklich erstmal eine Heilstätte oder so holen. So, Forge ist wieder im Laufen. Essen, trinken, essen ist ein bisschen schlecht. Der Rest passt noch. Hey, kommt wieder Iron rein. Oh, guck mal, da gibt es sogar noch ein bisschen mehr. Das Ding haben wir auch noch nicht mitgenommen. Das heißt, ich sollte eher versuchen, in die Richtung wieder zu fliegen. Ich kann uns ja gleich mehr kaufen. Mehr Blaupausen. Yay. Moin auch Rio Blanca. Naja, wenigstens kommen jetzt so langsam mal ein paar Leute zurück. Ach, das haben wir schon. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Das haben wir tatsächlich schon mitgenommen. Okay. Die Richtung stimmt noch.
Essen passt noch, Kohle könnten wir so langsam, aber sicher. Aber da kommen wir jetzt so in die Bereiche rein, die ich halt nur meinte, ne? Also irgendwie könnte es irgendwann knifflig werden, wenn wir nämlich da schon alles halt abgefarmt haben. Dann, ja, ne? Wo bekommen wir denn dann den restlichen Stuff noch her, um überhaupt weiterfahren zu können? Biegen. Oder so. Pirates. Yeah. Könnte mal schauen, ob wir uns Stoff vielleicht kaufen können, ne? Das könnte noch was werden. Dann können wir zumindest mal vielleicht die echt noch upgraden. Workers available? Ah ne, doch, er macht schon. Oh, sehr gut. Bei der zweiten Stadt glaubst du, Stoff gesehen zu haben. Nur klingt ja nicht verkehrt. Ach nö. Unsere Arbeiter werden hier schon wieder nur noch durchgetauscht. Ja, wir haben es ja bald. Wir sind ja bald bei der größeren unten an, dann gucken wir mal. Bin mal gespannt, wie gut das mit dem Krankenhaus überhaupt funktioniert. Ist ja nicht unbedingt gesagt, dass wir jetzt da super viel dann auf eine Anhieb bekommen, ne? So, für Kohle? Ja. ...42 ist noch in Ordnung. So ist jetzt nicht. Mach trotzdem so einen kleinen Bogen. Ich muss die Schäfchenwolken noch abfahren. Ja, naja. Warte mal, ich habe das falsch angeklickt. Hey! Kann man doch ein bisschen Holz noch abfarmen. Yay! Vorne müsste schon irgendwo wieder die Stadt kommen. Noch 9 Kranke. Das ist ja fast gut. Ja, können wir es schon sehen. Da ist die Stadt. Yay! Ich habe ja auch schon ewig nichts mehr gebaut, ne? Also man wird hier schon recht stark limitiert. Da ist schon auch die Frage, inwiefern sich das jetzt nochmal verändert. Oder inwiefern dann halt irgendwann neue Leute dazukommen in den Tavernen, die wir holen können. Oder die vielleicht auch mal eigenen Nachwuchs schmeißen, das kann natürlich auch sein.
Also sollte vielleicht, aber aktuell eher nicht. Ah. Ah. Vielleicht ist die Demo etwas limitiert. Ja, das frage ich mich halt auch, ob das jetzt die Demo ist. Ich meine, es passt tatsächlich zum Spiel schon so ein Stück weit, dass wir nicht einfach nur Querfeldbeet bauen. Auch wenn man sieht, wie viel man erforschen kann und so weiter. Glaube ich, geht das so ein Stück eher in die Richtung. Dass man gar nicht so extrem riesig baut. Aber... Ja? Das ist eine Demo. Ja, GeForce, das ist eine Demo. Ich habe aber einen Pressezugang bekommen. Also es kann sein, dass wir jetzt vom Gesamtumfang her ein bisschen mehr haben. Oder länger spielen können oder irgendwie so. Das ist durchaus möglich. Ja. Taverne? Nee, doch, ja. Market? So. Soweit. Klinik, 800. Gib ihm. Dann sollten wir wahrscheinlich sogar trotzdem noch ein bisschen mehr von dem Zeug kaufen. Ach, wir sind durch. Shit. Das können wir ein bisschen verkaufen. Da kommen wir wenigstens wieder ein Stück weit zurück mit dem Geld. Einmal auf 0 runter. Okay, also die sind hier mittlerweile, da sind neue dazugekommen. Passt also. Nice. Häuser Upgrade, na? Sieht man sie schon, die besseren? Ich kenne die besseren eigentlich immer noch nicht. Das haben wir so bald schon durcherforschelt. Ah ja, ein bisschen was fehlt noch. Aber wir sind jetzt schon bei 60, also das passt. Wir haben auch noch genug Geld, um den letzten noch holen zu können. Aber ja, die kosten mittlerweile schon 40 das Stück. Aber trotz alledem nice. Jetzt müssen wir es nur noch erforschen und dann, ja, ne? Ah, Eisen. Boah, endlich kann ich mal wieder ein paar Leute, ne? Gucken wir nochmal eben kurz rein in die Akademie. Ampheaver. Das hätten wir gebraucht, um selber Zeug herzustellen. Und der Propeller für 600. Also da könnt ihr schon mal überlegen, ne? So 1300 brauchen wir eigentlich noch. Bisschen Wasser? Wasser wäre auch nicht so verkehrt. Da kriegen wir nochmal Geld. Vielleicht reicht es ja aus, um wenigstens noch eins zu kaufen. Ich muss das Krankenhaus erstmal erforschen. Wir sind gerade noch dabei, was zu Ende zu erforschen. Also es dauert noch ein bisschen. Und zwar Geschwindigkeit. 6 Stunden brauchen wir noch, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Essen brauchen wir keins mehr. Ja, bin mal gespannt, wie viel Geld wir bekommen. Das wird nicht reichen. 435, nein.
Leider, leider nein. Ah, ich würde sagen, wir gehen mal zu der anderen Insel rüber. Vielleicht kriegen wir da ja noch etwas Cooles. Hier durften wir noch nicht hin. Hier kommt's, wird's auch echt dünner mit Gebäuden und so, ne? Also, scheint so schon zu sein, dass sich das hier eher auf den Bereich hier unten bezieht. Holz verkaufen wir gar nicht. Aber wir könnten, ich meine, wir sind jetzt noch nicht allzu weit weg, wir können es tatsächlich mal versuchen. Erstmal gucken wir mal rein. So, der Propeller kostet 600. Das wäre es, was wir als nächstes definitiv bräuchten. Nee, wir können nur Glas und verkaufen. Wären 180 sind. Und Iron. Scheiße. Wahrscheinlich brauche ich jetzt am Ende Glas. Würde mich nicht wundern, um den dann irgendwie bauen zu können. Aber wir haben ein rein theoretisches. Jetzt müssen wir nur noch erforschen. Und dann sind wir vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Komm schon, erforsch zu Ende. Tu es. Eine Stunde noch. Mehr Beschleunigung. Wenigstens halbe Fahrt wäre schon nicht verkehrt, ja. So, Needs Klinik. Hau raus. Oh, das geht jetzt wieder schön schnell. Town Center. Ah, ja. Kriegen wir zumindest auch schon mal ein bisschen Geschwindigkeit weiter rein. Und Propeller. So, die Klinik kostet uns natürlich, wie sollte es auch anders sein, wir brauchen dafür Stoff. Also das kriegen wir zumindest so schon mal nicht. 15 von 19, woo! Ja, vielleicht sollten wir so langsam aber sicher dann doch mal gucken, dass wir ein bisschen ausgeglichener bauen. Die Frage ist halt, wie machen wir das, ne? Da forsche ich schon gleich mal, dass wir noch mal schneller unterwegs sind. Das geht schnell. Eine Ancient Ruin haben wir. Schön. Ein Geld! Ah ne, warte mal. Zusammen mit der Ancient Ruin können wir vielleicht gleich wieder Leute holen. Wasser sollten wir definitiv auch mal auffüllen. 312. Na bitte, das sieht doch schon mal besser aus. Tja, kommt jetzt hier unten noch was oder nicht, ist so die Frage. Oder sollten wir zurückgehen und schauen, dass wir uns noch ein bisschen Stoff kaufen? Noch eine Ancient Ruin. Schön. Dann wollen wir da mal gucken. Ein Propeller, den können wir uns sogar leisten. So, vier Stück. Oh. Wir brauchen, wir fallen gerade. Wie ist denn das jetzt bitte passiert? Achso, deswegen. Ein Fan ist nicht vollständig. Jetzt haben wir es.
Wow! Hallo, hallo! Wir bewegen uns wieder. Das ist ja Wahnsinn. Aber noch einen? Brauchen die Leute ja immer einen. Ist ja schon krass. Zack, noch schneller! Und wir erforschen sogar, dass wir mit denen noch schneller werden, ne? Also. Ja, das hat gut getan. Wir brauchen trotz alledem auf jeden Fall mehr Eisen. Einen Lift brauchen wir nämlich mittlerweile dann doch mal wieder. Ah ja, guck mal, die müssen wirklich jetzt außen gesetzt werden. Verstehe. Ja, ne? Mal sagen, erforschen wir gleich, dass die Dinger noch schneller werden. Ah, auch das braucht Eisen. Schade. Stream. Ohohoho. Aber hier fehlen jetzt langsam auch schon wieder Ortschaften. Ne? Also man merkt schon, das ist trotzdem so ein bisschen jetzt langsam, aber sicher das Limit. Oh, was ist denn da oben? Da können wir uns ja mal ganz entspannt auch angucken. Increase. Ist noch eine Ancient Ruin. Oh. Go to the tower? So übertreiben. A Shield of Aelius reduces damage taken by 10%. Aber ich kann das Geld aktuell dafür nicht ausgeben. Aber okay, hier kriegen wir Buffs. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir sogar schon genug, um auch das letzte Ding zu kaufen, das letzte Gebäude. Ja, den Gras! Ja, ja. Das ist Wahnsinn, ne? Wir können noch, zack, nochmal einen verbessern. 62 haben wir jetzt hier mittlerweile gleich. Ist das schon ganz nice. Ja, Leute. Jetzt müssen wir bald schon wieder Gebäude bauen. Schnell kann's gehen. Werden wir etwa attackiert? Ach, den neu gebauten Fan können wir noch verbessern. Können wir jetzt einfach davon fliegen? Hier ist auch eine Ka- oh, 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 oh. Hier ist mehr, was uns attackieren kann. Okay, die wollen uns wirklich hier oben nicht. Okay, ich hab's verstanden. Ich gehe ja schon.
Das heißt, hier ist im Norden halt wirklich Schicht im Schacht. Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, fühlt sich zumindest wirklich danach an, als hätten wir so ein gewisses Limit hier erreicht. Jetzt haben wir es auch sehr ausgiebig gespielt, die Demo. Das ist schon echt ganz geil. Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das sind wirklich, wirklich cooles kleine Spielchen. Also kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Hat es schon ein bisschen was mit anfangen. Es gibt irgendwie anscheinend auch mit dem Wind oder sowas. Denk nach Bodenkanonen, Musik. Und irgendwie gefroren oder so wurden wir auch so. Wurden wir auch noch. Ich will auch alleine, um gerade zu bauen. Ja. Er verfolgt? Ich glaube, wir sollten auch hier schauen, dass wir hier wegkommen. Güte, na Marco. Trotzdem, ne, ab so einem gewissen Punkt. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was wir noch so dazu holen können oder so, ne? Das halt, wäre jetzt so der Punkt. Aber irgendwann gerät es fast eher zu so einem Erkundungsspiel, weiter weg von einem Bauspiel. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt wahrscheinlich sogar wirklich eher an der Demo selber. Einer war nicht glücklich und hat uns verlassen? Ja, so der Vervollständigungshalber. Ne? Jetzt haben wir noch das gekauft, jetzt können wir den Hempweaver bauen. Ja, hier kommen den. Direkt. Können wir noch unsere eigenen Stoff herstellen? Uiuiuiui. Wenn ich jetzt aber hier über der Stadt bin, schießt die dann mit? Jetzt müssten wir doch Production den Hempweaver bauen können. Zack. Oh, ein Propeller brennt. Er brennt nicht mehr. So, jetzt haben wir da drei, die da drin arbeiten. Schauen wir mal, wie schnell machen sie das? 1,7, das ist jetzt nicht so viel. Klinik braucht 10. Vielleicht können wir ja ein bisschen was kaufen. Das war's. Ah, nee, Sell. Ah! Jetzt war's das. Oh. Nick?
nachdem, wo wir es bauen, ne, dann sagt er immer, von wegen, no tilt issues. Also somit können wir es so ein bisschen mehr ausgleichen. Direkt beim Bau zeigt das einem an. So, Klinik ist da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell die das jetzt hier macht. Next tilt worker. Immer zwei. Er kann wahrscheinlich noch upgraden. Okay, die bringt's, aber bringt's nicht so sehr wie gedacht. Deutlich weniger. Aber ja, ich denke, im Prinzip haben wir es alles. Das passt schon jetzt soweit. Cool. Ist ein cooles Spiel. Das macht echt Spaß. Das kann man echt machen. Also mir macht es echt Spaß. Ist halt wirklich eher, sagen wir mal jetzt nicht, es ist nicht sonderlich spannend. Das muss es auch gar nicht sein. Ja, es ist definitiv ein entschleunigendes Spiel. Insofern muss es das tatsächlich auch gar nicht sein. Musste man also wissen am Ende der Tage, ob man dazu möchte. Also, aber mir hat es persönlich tatsächlich echt Spaß gemacht. Das ist so echt so von der Kategorie, so ein bisschen wie man früher Siedler so die Kampagnen gespielt hat. Da hast dann einer Mission ewig gebaut, weil du irgendwie alles gemacht hast, was irgendwie nur ansatzweise irgendwie möglich war. Und dann hast du an einer Mission teilweise irgendwie tagelang gespielt, immer mal wieder weiter. Und so ein bisschen zwischendurch, um halt runterzukommen. Also vom Alltag. So ein bisschen in die Richtung, finde ich, geht es hierbei auch. Also eigentlich schon ganz cool. So. Dann werde ich mich mal in meine Mittagspause verabschieden. Wir sehen uns heute Abend wieder. Und zwar dann um 17 Uhr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und für alles. Moin auch Markus M. Ciao auch Markus M. Sehen wir uns dann heute Abend wieder um 17 Uhr zu PUBG. Sikorski. Stan. Moin Früchtchen. Bye Früchtchen. Moin Griffin. Bye Griffin. Bis heute Abend, wenn er mitspielt. Sehr gut. Freut mich. Bis dann.